So, ich habe die. Genau, da muss ich wahrscheinlich hin. Und dafür muss ich da durch. Außer Sicht. Ja, jetzt schieß doch auf den da. Ja, das muss ich jetzt tun. Jetzt nehme ich einen Schluck. Immer schön verteidigen und dann draufhauen. Und draufhauen. Verteidigen und draufhauen. Und dann kommt der Schütze hier. Gut, dass die Schützen im Nahkampf schlecht sind. Und jetzt kommt ein Blob. Okay. Ein Blob. Und der explodiert am Ende, oder was? Hart zu schlagen. Ja, gut. Okay, Level up und da kommt der große Bruder. Da piekst du dem in die Hand. Und ja, das werde ich jetzt noch mitnehmen. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Okay, ich muss hier eigentlich gar nicht hin.
Naja, wenigstens gab es ein schönes Zwischen-Event. Diese Stellung ist verloren. Rückzug! Wir fallen alle in die Anrufungskammer zurück. Aber ordentlich. Sollen wir das können? Ach, guck. Ah ja, ich habe eine neue Stufe, ich kann wieder neue Sachen auswählen. Und da fange ich doch mal mit den Fähigkeiten an. Finder. Nahtruhen geben ein Geräusch ab. Ob ich das will. Packesel ist noch interessant. Und danach heißt es warten. Dass ich mehr von diesen Punkten habe. Aber erstmal hole ich mir noch ein Attribut, und zwar vom Krieger. Mehr Schaden. Und hier mehr Zeit für den Konter. Erlaubt das Rennen. Erlaubt das Rennen. So, dann muss ich zur Anrufungskammer. Oh, hey, noch so ein Block. Ich gehe wieder in die 2. Der lässt sogar uns fallen. Also. Okay, und weiter in den Bereich hier irgendwie. Hier nochmal. Ich wollte immer noch wissen, wo ich längs muss. Ich muss anscheinend hier längs in die Anrufungskammer, genau. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Weil jetzt soll was kommen. Und zwar ich in die Anrufungskammer. Prost. Weltreferstellung, wie schnell das geht. Ihr habt ja komische Telefonzellen hier. Naja. Sie scheint begeistert zu sein. Konzentration. Wir sind gleich soweit. Sieh an. Das muss bereits das 5. Mal sein, dass er das sagt. Dieses dumme Ritual braucht viel zu lange. Ja. Und da sind die komischen Monster. Mist, da kommen die Lahmen. Und da komme ich. Wirst du klarkommen? Mir geht's gut. Kümmere dich um die Todwandler. Ja, das war mein Plan. Bist du verletzt, Griffin? Wenn du einen Heiler brauchst, ist er Bescheid. Im Moment zählen nur die Weisen. Verstand, Verstand. Ich beschäftige die Lahmen.
bin doch relativ schnell. Stimmt nicht. Der Katalysator dürfte sich nicht so verhalten. Oh-oh. Und ich krieg's an. Ist klar. Ja, und jetzt? Finger weg von meiner Tochter! Was ist das für ein Viech? Vom Größe her. Ich werde nicht zulassen, dass deine Schwäche unser Untergang ist. Okay. Verdammt großes Viech ohne Brustkorb. Ich habe rote Augen. Mir scheinen die Flammen nichts auszumachen, die an meiner Hand schwielen. Also schön. Seltsam. Eine seltsame Kraft ist in dich eingedrungen. Du kannst die Macht der Flamme über das Taktikmenü nutzen. 3 Feuerball, 4 brennende Waffe. Okay. Extremitäten von ihm haben anscheinend verschiedene Energiestufen. Zweck. Das heißt, ich mache ihn zuerst seinen Arm ab. Ja. Nicht wirklich mitgekriegt, wo der gerade herkam. Was sind jetzt der Arm? Lass er. Ja, okay. War mir klar, dass ich beim ersten Mal das nicht schaffe, dann beim zweiten Mal. Habe ich hier nicht irgendwie was Powerkräftigeres, dass die ganzen Viecher hier kommen? Gehen da tierisch auf den Zeiger, die Fischer. Kann ich abhauen? Nö, ne? Wäre noch was gewesen.
mit 3,1. Ich laufe einfach mal ein bisschen in den Kreis, vielleicht haut der die Viecher ja auch kaputt. Macht sie auch kaputt. Das ist gut. Dann mache ich das nämlich so, dass ich hier weiter rumlaufe und er die da kaputt machen darf und ich mache ihn kaputt. Derweil, ob meine Gesundheitsanzeige sich regeneriert. So wie ich es vermute. Okay, das ist jetzt bestimmt sehr spannend beim Zuschauen, wie ich hier um den rumrenne. Ob das nicht schon schwer genug wäre, den alleine wegzumachen? Da sind auch noch diese anderen Ritter hier drum rum, oder die anderen Untoten. Irgendwas Viecher. Und da war sein Fuß im Eimer. Jetzt nur noch die Arme. Ach, wie wäre das schön, wenn er seine Truppen da zerstören würde. Das war richtig.
Okay. Ja, wisch mal zur Seite, danke. Ups, gut, dass ich den Herzschlag höre. Ich habe jetzt nur noch ein Ziel. Und das auch hoffentlich nicht mehr lang. Ja, das war's. Und jetzt geht der aber nicht zur Fall, oder? Ich habe ihn ja nur die Arme und Beine abgehackt. Okay, er geht doch zur Fall. Mit dem brennenden Schwert, das ich vergessen habe. Ja. Okay. Er brennt, er lässt sich auf. Was? Ich brenne! Ja, bei dem Feuer. Also habe ich eine neue Kraft gesammelt. Wir sind der Feuerpriester oder was auch immer, die da beschworen haben und müssen uns jetzt für die Welt kämpfen, glaube ich. Ich bin der Held. Wie habe ich das angestellt? Aber ich sehe nicht so aus. Hauptmann, ich glaube, es wird Zeit, meinen Sold zu erhöhen. Nicht jetzt, Vulkan. Wir müssen hier verschwinden, bevor der Rest eintrifft. Ja, solange wir noch können. Sie kommen von allen Seiten. Es gibt einen Durchgang auf der anderen Seite des Berges. Er sollte uns zum Sumpf führen. Sumpf? Bezaubernd. Übrigens, hat irgendjemand mitbekommen, dass ich gerade einen Moloch mit Feuerbällen erledigt habe? Ihr scheint das komplett zu ignorieren. Sei still, Vulkan. Ja, man kann nur verstehen, was man sich vorstellen kann. Und was ich da gerade gesehen habe, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Und die Armee der Untoten. Mit ihrem Chef da. Ja, läuft, guckt und fragt sich, was gerade passiert ist. Oder kriegt neue Befehle, kann auch sein. Ja, immer noch ein schöner Himmel.